MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So sehe ich also aus. Ich bin ein Hübscher. Ich habe kinetische Fähigkeiten. Ich muss das Lenkrad nicht anfassen, um zu steuern. Alles per Gedankenkontrolle. Guckt doch mal, ne? Habt ihr nicht. Außer ihr spielt das Spiel, dann habt ihr das. Juckt mich aber nicht. Das Spiel vom Spielprinzip ist cool. Mir gefällt's. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und vor allen Dingen gefällt euch das Let's Play. Das sehe ich natürlich... Au, schon wieder gegen das scheiß Mikro gekommen. Das sehe ich natürlich an der Reaktion in den Kommentaren. Wenn auf jeden Fall das Let's Play euch gefällt, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, dass ich Bescheid weiß und dass es auf jeden Fall weitergehen soll. Wäre natürlich schade darum, wenn jetzt alle sagen, ah, nee, muss nicht sein. Wir fahren wieder ein bisschen falsch. Macht aber nichts. Ist ja nicht so schlimm. Die Bodenwellen sind aber heftig hier. Muss man ja mal sagen. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. So, einmal kurz aussteigen. Habe ich so haarige Hände? Ja, ne? So. So, einmal das ganze Auto hier abspritzen. So. Einsatzbefehl für Florian. Ja, natürlich. Von der Stadtautobahn kam eine Alarmierung rein. Hier liegt eine Person, die wahrscheinlich stark alkoholisiert ist. Und dass mir keine Klagen kommen, da soll es recht heiß hergehen. Florian 5 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Warum sollten Klagen kommen von einem besoffenen Mann? Die wird so oder so klagen. Aber daraus mache ich mir nichts. Alles kein Problem. Kriegen wir hin. Oh. Ah ja, stimmt, die Ladezone. So, Autobahnauffahrt. Jetzt müssen wir natürlich eine Runde fahren. Das ist natürlich nicht so schön. Naja, gehen wir einfach Gas und dann sollte das funktionieren. So lang sieht die Autobahn jetzt nicht aus. Na, guck mal an. Ja, kommen wir nicht dran vorbei? Ne, schade. Ich dachte, ich könnte da jetzt drehen, aber... was soll's. Vielleicht werden wir gleich aber wieder befördert. Das wäre doch mal was. Wäre doch mal Zeit, dass wieder eine Beförderung reinwandert. Hätten wir immerhin in 4 Folgen 2 Beförderungen. Feuerwehrmann sind wir ja jetzt offiziell. Momentan sind wir der Rettungswagen, glaube ich. Hier geht's nach Fissabon. Also erwartet uns nun ein stark alkoholisator, genau. Mann. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Dieses nicht stark alkoholisierter Mann. Ist dieselbe von eben. Au, Ruhe. Hör auf zu trinken, das ist echt scheiße. So, wieder auf die Autobahn rauf. Und hinten direkt wieder runter. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Ah, super. So, einmal die Handbremse gezogen. Jetzt machen wir das mal in Hubi-Style. So wird das auch in Aachen gemacht.
wenn ich es eilig habe. Wird einfach mal gewendet und chillig weitergefahren. Also Leute, wie gesagt, ETS 2 sollte jetzt auch dann demnächst wiederkommen. Hoppala, Entschuldigung. Aber sie ist festgeklebt, von daher kann ihr nicht viel passieren. So. Hat er mich jetzt echt so komisch geschickt? Da hinten war eine Ausfahrt zum Krankenhaus und jetzt fahre ich hier quer durch Timbuktu, nur zum Krankenhaus zu kommen, oder was? Das wäre echt fies. Gar kein cooles Navigationsgerät wäre das. Gut, es gibt aber auch eine Hauptstraße, die einmal quer durchführt und hinten wieder raus. Das ist sehr gut. Die Stadt sieht nett aus. Mal gucken, wann die ersten großen Brände kommen im Let's Play. Bin ja mal gespannt. Wichtig ist natürlich zu wissen, das Game stürzt schon mal nicht ab. Hat eine stabile Performance, das habe ich aber schon erwähnt. Hier und da kleine Fehler, die mich weniger interessieren, weil sie nicht spielbeeinflussend sind, sondern einfach nur zur Verschönerung dienen könnten, wie zum Beispiel ein Fahrer, der ans Lenkrad packt und solche Dinge. So, und schon sind wir da. Was wollen wir denn mehr, Leute, ne? Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. So, und dann können wir uns verkrümmeln zur Leitstelle. So ein bisschen über Offroad. Umso schneller sind wir. Hoppala. So, und jetzt mal gucken, was als nächstes kommt. Vielleicht ist die Mission jetzt auch fertig. Und das war's. Dann kommt nichts mehr. Vielleicht kommt aber noch was. Bin ich mir nicht sicher. Ja, ich glaube, jetzt ist Schichtende. Schicht. Nicht Kicht. So, nehmen wir eine kurze Abkürzung. Das läuft doch sehr gut, oder? Ja, doch, das passt. Wunderbar. Das Auto gesehen. Oh, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ist natürlich schön, aber ach, ich stand richtig tatsächlich. Ist natürlich noch besser zu wissen, wenn man richtig stand. So. Guten Tag. So, einmal nach oben flitzen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe gerade. Was ist das? Ach, guck an. Jetzt mal kurz trainieren. Wir sind ja noch fit genug dafür. Ah, die sagen alles senkrecht. Na, wenn man es versteht, dann ist das normal. Ich kriege hier zu viel. Ich bin schon wieder gegen dieses verdammte Mikrofon gestoßen. So, dankeschön. Ja. Wie geht's? Gut, gut, danke. Wie geht's? Gut, gut, danke. Ihr seid also die netten Kollegen, die mich immer rumschicken. Ja, ja. Hi. Hier komme ich nicht rein. Schade. Naja, wir wollten ja kurz zur Stempeluhr und gucken, Hi. Ob das vielleicht funktioniert oder nicht. Aha. Um 8 Uhr morgens ist meine Schicht zu Ende. Habt das gehört, ne? Das nenne ich mal einen harten Arbeitstag.
Hallo, alles senkrecht? Guck ich mal kurz. Huch, wollte ich doch gar nicht. War das nicht hier? Hallo. Das ist mein Büro. Wie geht's? Wo war denn jetzt mein Schlafzimmer? Geradeaus durch? Hallo. Nein, ich hatte... Alles senkrecht? Ja, ja, alles gut. Bin ich dein Zimmernachbar, tut mir leid. Was ist eine Sucherei? Nein. Wie geht's? Gut, gut, danke. Aha, guck an, da ist unser Bett. So, eine bisschen ausruhen. 4 Stunden kann man. Das nutzen wir natürlich. Einsatzbefehl für Florian 5 aus Grunsdorf kam eine Alarmierung rein. Oh, falsche Richtung. Zu einem Fahrradunfall. Eine Person ist verletzt. Dann mal los mit euch. Florian 5 an Leitstand. Okay. Melde Einsatz angenommen. Pass doch auf, wo du hinläufst. Ich glaube, ich habe hier den besten Grund, einfach so zu laufen, wie ich möchte. So. Und gib ihm. Ich glaube, ich habe nicht gut eingeparkt. Überhaupt nicht gut. Oh. Ich glaube, ich habe ein Kaninchen überfahren. Das wäre nicht so schön. Alle Achtung. So. Das war bosshaft. Das auch, das Ausweichen hier. So. Müssen wir gucken, dass das so alles hier funktioniert. Ich wollte nur einen Funktionstest machen. Bin mir noch nicht sicher, ob der jetzt funktioniert oder nicht. Direkt am Anfang ist irgendwas. Ist bestimmt unsere Betrunkene wieder. Florian 5 an Leitstand. Nein, oh. Fahrzeug am Autounfall. Eingetroffen. So, den nehme ich mir jetzt wieder auf den Arm, wie immer. Gut, auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus. Was denn sonst, ne? Wir selber haben anscheinend keine Ausbildung dazu, irgendwas zu leisten. Von daher fahren wir den Kunden. Den Kunden? Ist das ein Kunde? Na, ist eher ein Patient, oder? Ja. Den Patienten fahren wir dafür auf schnellsten Wege direkt ins Krankenhaus. Nicht, dass der arme Kerl noch unterwegs irgendwas merkt. Vielleicht, dass wir gar kein richtiger Arzt sind oder so. Mein ja nur, ne? Zum Glück ist es nicht weit. Dankeschön. So, das Gute ist natürlich, man kann... lass das mal meine Sache sein. Ja, liebe Fahrgästin, Fahrbegleiterin. So. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Erstmal ist wichtig, dass wir uns jetzt beeilen hier. Schön. Muss mal dicke Streifen hinterlassen. Damit jeder auch weiß, dass wir hier waren. So, ab ins Krankenhaus und dann haben wir es hinter uns, Leute. Dann ist die ersten 2 Schichten, glaube ich, um. Und die ersten 2 Parts sind ebenfalls um. Nicht schlecht. Oh Mann, ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Kann ich dir noch nicht sagen. Der Kollege liegt ja noch hinten drinne. Ich gehe mal davon aus, Gehirnerschütterung. Wunderbar. Das war übrigens ziemlich gut. Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Wunderbar. So, wir verdrücken uns jetzt auf die Feuerwehrwaffe.
denn dann können wir auch, wie heißt es, unsere Schicht beenden. Sie könnte noch eine Stunde Schlaf vertragen. Och Herrn. Könnte ich auch. Das könnte ich auch. Boah, ich hab so einen fiesen Pickel auf der Nase. Der tut weh ohne Ende. Alle Achtung. So, in 30 Minuten ist, glaube ich, vorbei. Mehr als 2 Stunden über darf ich nicht machen. Jetzt mal gucken. Juhu. Oh, schade. Ich dachte, man könnte so ein bisschen springen. Aber das sei mir nicht erlaubt. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Gut, gut, danke. Ich hab Feierabend. Wunderschön, oder? Einfach im Wagen chillig abgestellt und Feierabend machen. Okay, Leute, damit... So, mal eben schnell ein paar Worte zur heutigen Schichteinteilung. Ja, bitte. Dich teile ich heute als Fahrer auf dem TLF Florian 2 ein. Ja. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vollkommen richtig. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Ja, natürlich. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Natürlich, machen wir. So, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch. Und mit ETS 2 geht's dann auch bald wieder los. Tschüssikowski, Leute.